γιατί με τέχνει όλου στο σκερνό. Μάνα μου τι είσαι εσύ, γλυκιά καρσό να φέρε μας κράση. Polizeidienst in Düsseldorf reichen nicht spät auf unser Land, um uns hier die Arbeitsplätze zu klauen. Da ist es ja. Magst du einen Kaffee? Ja, gerne. Bist du es nicht langsam leid, Polizist zu sein? Magst du dir etwas Sorgen um mich? Dass du in deiner Auszeit ein bisschen auf andere Gedanken kommst. Du kannst nicht ewig so weitermachen. Und du? Wie geht's dir? Du kannst mir nichts vormachen, Schwesterchen. Du bist verliebt. Das ist der Großvater von Mikis. Du bist in deinem Opa verliebt. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, Max. Stellst du mir vor? Egal, wer er ist. Er ist sicher ein Glückspilz. So, die Herrschaften. Er ist da. Was rauchen Sie da wieder für ein billiges Krautschiff? Makropoulos. Die Wand ist für ermittlungsrelevantes Material gedacht, nicht für ihre privaten. Höre ich da irgendwelchen Neid in ihrer Stimme? Helft ihr mir mal mit dem Schnittchen, bitte? So, die Party kann losgehen. Jetzt warte doch bitte, bis er da ist. Überall werden hier die Stellen gestrichen und für so einen Teutonenkauber gibt es einen Staatsempfang. Petrus Makropoulos spielt hier ganz gerne einen Clown. Lassen Sie gut auf ihn auf. Ach ja, und Ihre Dienstwaffe finden Sie oben im Zentrallager, allerdings nennt man Tarn. Das ist Ihr Dienstausweis, Athener Mordkommission. Darf ich vorstellen? Ihre Kollegen.
Herr Richter, Petrus Makropoulos, Ihr neuer Partner. Und das ist Kommissar Denis Nikopolidis, unser Experte für soziale Netzwerke. Soziale Netzwerke? Ja, die griechische Polizei hat mittlerweile mehr als 1 Million Follower. Noch keine Dienstwaffe? Nein, die ist noch im Zentrallager. Ein kastrierter Bulle. Schön. So, jetzt machen wir mal ein Selfie für die offizielle Website der Athener Mordkommission. Ja, danke schön. Entschuldigung. Wir haben einen Mord. Oh, sehen Sie, geht schon los. Kommen Sie. Was ist er? Der einzige Deutsche, den ich mag. Sie fahren. Irrtum, Sie fahren. Ich habe keinen Führerschein. Keine Dienstwaffe, kein Führerschein. Das ist ja mal ein richtig nützlicher Kollege. Hey, Kollege? Hey. Hallo. Hey, Makropoulos! Das gibt's doch. Calimera, hier ist die Spurensicherung noch nicht da? Na prima, das gibt's doch nicht. Ich weiß selber, dass Raschauer ist. Ja, macht voran. Danke, ich übernehme hier. Auch schon da? Auf die Athener U-Bahn ist eben Verlass. Wo ist die Spurensicherung? Hatte ich gerade am Apparat. Stehen die auch im Stamm? Ja. Sophia Papatanasio, 20 Jahre alt. Dem Zustand der Leiche nach zu urteilen, ist sie etwa 11-12 Stunden tot. Makropoulos? Hey, wer sind Sie? Was machen Sie da? Ich bin Ihr Nachbar. Ich habe die Polizei gerufen. Finger weg von der Leiche. Hast du was an den Ohren, oder was? Hey, ist sie nicht wunderschön? Ja. Und? Wie heißen Sie? Wer sind Sie? Auf Jopolisch. Ich wohne nebenan. Ich habe Sie morgens immer aus dem Haus kommen sehen, aber heute ist sie nicht gekommen. Als ich nachsehen wollte, da. Haben Sie sonst noch was gehört oder gesehen? Schrei, Schüsse. Ist jemand schnell weggelaufen? Nein, ich habe die ganze Nacht geschlafen. Kann das jemand bezeugen? Ich bin Single. Sie haben also kein Alibi. Ich weiß vielleicht, wer es war, aber ich sage nichts mehr. Sie müssen meinen deutschen Kollegen entschuldigen. Also, was glauben Sie, wer war es? Da war immer so ein Junge, ihr Freund, mit dem hat sie sich oft gestritten. Konnten Sie hören, worum es dabei ging? Worum wohl? Um Liebe, Eifersucht, Leidenschaft. Das ganze Chaos, das die Frauen in die Welt bringen. Wissen Sie, wer er ist? Können Sie ihn beschreiben? Gesehen habe ich ihn nie. Nur gehört. Ich gehöre nicht zu denen, die anderen nachspionieren. Und das Mädchen? Wissen Sie, was sie beruflich gemacht hat? Sie wollte sich bei dieser Castingshow bewerben und reich und berühmt werden. War's das? Ich muss zum Joggen. Wenn
Ihnen noch was einfällt, melden Sie sich bei mir. Petrus Makropoulos. Ja. Aha. Komischer Kauz, dieser Nachbar. Finden Sie? Ja, finde ich. Was soll das? Ihr erster griechischer Feierabend. Ich finde, Sie sollten es nicht übertreiben am ersten Tag. Genießen Sie den griechischen Wein, die Sonne. An Ihrer Stelle wäre ich ein bisschen vorsichtiger, Makropoulos. Meinen Sie das? So wie ich es sage. Was machen Sie wirklich hier? Meine Arbeit. Helfen Sie mir. Da werden überall die Stellen für Staatsdiener gestrichen. Und plötzlich gibt es Geld für einen Kommissar aus Deutschland. Profil der Toten erstellen können. Ihre Eltern sind vor einigen Jahren ausgewandert. Warum sie ist hier geblieben? Ja. Sie wollte um jeden Preis Profisängerin werden. Sie war sehr begehrt. Wie es aussieht, hatte sie auch die ein oder andere Affäre. So PR-Manager, Plattenbosse, solche Leute. Aber gebracht hat es ihr wenig. Dann hätte dieser Freund also durchaus Grund, eifersüchtig zu sein, hm? Ja, vielleicht. Hast du über die irgendwas rausgefunden? Hast du mal ihre E-Mails angeguckt? Ja, natürlich. Ich checke gerade die sozialen Netzwerke. Wirkliche Postings von ihr, Tweets, Blogs. Aber leider hinkt auch sie dem digitalen Zeitgeist ein wenig hinterher. Das heißt ja auch, mit diesem Netzwerkzeug machen sich die Leute auch sowieso nur verrückt. Ich lehne das ja ganz bewusst ab. Ja. Aber du bist ja auch schon älter, ne? Jungschnösel. Sidiris, ich bin's. Herr Richter, was kann ich für Sie tun? Hören Sie, mir geht dieser seltsame Nachbar nicht aus dem Kopf. Naja, Petros Bauchgefühl sagt, er sei unschuldig. Sein Bauchgefühl? Ist das die Art und Weise, wie Sie hier ermitteln? Naja. Ja, wir sollten da nochmal nachhaken. Ah, Sie wollen an Petros vorbei ermitteln? Ich will bloß nicht, dass uns irgendwelche Spuren verloren gehen, weil jemand mit Entscheidungsgewalt mit dem Ranzen anstatt mit dem Kopf denkt. Was sagt denn der Computer über den Nachbarn? Sophia hat ihn vor 3 Jahren mal angezeigt. Lassen Sie mich raten. Stalking? Ja, genau. Nur wurde die Sache wieder fallen gelassen, nachdem er eine Unterlassungserklärung unterzeichnet hatte. Petrus meinte, der Kerl hätte für die Tatzeit ein Alibi? Ein Alibi? Er hat behauptet, die ganze Nacht geschlafen zu haben. Allein. Ohne Zeugnis ist er wohl kein Alibi. Nein, nein. Den sollten wir uns nochmal vorknüpfen. Ja, alles klar. Ich werde bei ihm nochmal in die Tiefe gehen, sein Umfeld checken, soziale Netzwerke. Vielleicht kann ich mir auch Zugang zu seinen kompletten Telekommunikationsdaten verschaffen. Waren Sie mal bei der NSA? Ja, kurz. Woher wissen Sie das? Aber macht man das in Deutschland nicht genauso, wenn es der Sache dienlich ist? Manchmal schon. Na, sehen Sie. Wir sind gar nicht so verschieden, Sie und wir. Max! Max, bist du fertig? Ja. Na? Wie war eigentlich dein erster Arbeitstag? Gut. Wusste nur nicht, dass mein Kollege ein Vollidiot ist. Jammers. Jammers. So schön, dass du mal wieder da bist, Max, ehrlich. Athen. Oh, da sind sie, guck mal. Kann ich später? Ja, so. Thank you.
bitte sag mir nicht, dass das ist nicht dein neuer Kollege, oder? Du hättest mir sagen können, dass er Polizist ist. Ach, Max, das war so klar, dass du mir das jetzt hier wieder verlierst. Ja, wenn ich wenigstens eine kleine Chance gehabt, mich auf diesen Albtraum vorzubereiten. Reiß dich zusammen, Max, okay, tu's für mich, okay? Ja, ja, ja. Ja. Hallo. Kalispera. Ja, Kalispera. Ja, darf ich euch meinen Bruder vorstellen? Das ist Mikis, den kennst du ja schon. Ja. Eleni, seine Mutter. Und hallo. Ihr beide, also Elenis Vater kennst du ja auch schon. Moment. Sie sind also der neue deutsche Kollege meines Vaters? Ja. Oh, und dann bringen Sie uns Griechen jetzt mal die richtig gute Polizeiarbeit durch. Ja, meine, also unsere Mutter war Griechin. Ja, dann auf einen schönen Abend, oder, Max? Ja. Ja? Nikos Karadimas ist 13 Jahre alt. Man sollte meinen, er habe sein Leben noch vor sich. Doch in wenigen Wochen wird er voraussichtlich tot sein. Der Grund? Er leidet an akuter myeloischer Leukämie im Stadium. Meine Tochter. Unser Lebensmittelminister ist dringend auf eine Stammzellenspende angewiesen. Sein Vater kommt als Spender nicht in Frage, seine Mutter ist tot. Es gibt nur einen einzigen Menschen, dessen Knochenmark Nikos Körper nicht abstoßen würde. Seinen Bruder. Aber nach wie vor fehlt jede Spur von Vagelis Karadimas. Aber so eine Krankheit entwickelt sich doch nicht von heute auf morgen. Nee, natürlich nicht. Der Krebs ist viel zu spät diagnostiziert worden. Und warum? Weil seine Eltern arm sind, weil sie sich den Briefumschlag für die Ärzte nicht leisten können? Genau, Bestechung. Fackelacki, Fackelacki. Max, benimm dich. Was ist denn? Ich werde nicht sterben, da bin ich mir sicher. Sag mal, wieso ist hier eigentlich keiner? Was ist? Ich will nicht essen, ich will tanzen. Na dann, tu dir keinen Zwang an. Polizei, aufmachen. Polizei. Ja?
Sachen. Ich habe nur den Computer genommen. Sie braucht ihn doch nicht mehr. Ich wollte so gerne ihre Musik und Fotos von ihr. Sie war so... Schön. Ich weiß. Also, nimm mir die Sachen. Erst mit mir, Kollege, meinen Fitness-Tracker ab. Und jetzt kommen auch noch Sie und... Was für ein Kollege? Was weiß ich? Keine Ahnung, wie der hieß. Naja. Meinen Sie, Sie wissen doch ganz genau, wie Sophias Freund heißt, oder? Also raus mit der Sprache. Oder muss ich Sie erst verhaften? Vangelis Karadimos. Und jetzt her mit dem Laptop. Warst du die ganze Nacht hier? Hör's dir mal ganz an, ja? Sophias Körper stammt aus einer P30 9mm. Das ist eine registrierte Dienstpistole der Athener Polizei, die erst kürzlich aus Deutschland geliefert wurde und die sich laut Computer eigentlich in unserem zentralen Waffenlager befinden müsste. Findest du nicht, dass das verdächtig gut zu unserem neuen deutschen Kollegen passt? Gibst du, du magst ihn einfach nicht. Ja, die mögen, nicht mögen. Der ist doch nicht nur wegen des schönen Wetters hier. Der hat irgendetwas zu verbergen. Du solltest langsam mal herausfinden, was das ist. Yes, Sir. Und überhaupt, wo steckt der denn jetzt? Pünktlichkeit? Eine der ganz großen deutschen Tugenden? Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Herzog, LK Düsseldorf? Jens, ich bin's. Sag mal, wer dich noch beschattet? Das sollst du hier nicht anrufen. Irgendjemand spielt den Griechen Informationen über mich zu. Weißt du was darüber? Hör auf, hier anzurufen, Max. Siehst du, dass man dich hier vergisst? Tu einfach so, als hättest du die Vergangenheit hinter dir gelassen. Die sind hier noch nicht fertig mit dir. Ich muss Schluss machen, der Chef kommt. Ich weiß, es wird dir schwer, aber versuch da unten doch zur Abwechslung mal Dienst nach Vorschrift zu machen, okay? Es wird dir gut tun. Hör zu. Sophia P. kennt, kommt zwei Typen Beschreibungen, aber keine Namen. Volltreffer. Ja, was für einer. Vikal heißt Vangelis Karadimas. Alter, ist das nicht der Bruder von dem... Ja. Markopoulos. Na, Kollege, wollen Sie mitspielen? Nein, ich bin hier zum Ermitteln. Ja, eben drum. Beim Spielen kann man am besten kombinieren. Dieser Typ ist der Bruder von dem Jungen, den Ihre Tochter im Fernsehen sucht. Und jetzt raten Sie mal, wie er heißt. Vangelis.
Karadimas, wissen wir schon längst. Wieso wissen Sie beide das? Arbeit? Naja, dann haben Sie sicherlich schon eine Großfahndung eingeleitet und die Medien verständigt. Kümmere mich drum. So. Und während Sie hier die ganze Zeit gearbeitet haben, war ich noch mal in Sophias Wohnung. Dort waren doch überall Instrumente und Studio-Equipment. Erinnern Sie sich? Aber als wir beide da waren, war da kein Aufnahmegerät. Und warum? Weil der Nachbar es gestohlen hat. Richter? Ich mag Ihre Alleingänge nicht. Markopoulos, dieses Gerät hat den Mord aufgezeichnet. Verstehen Sie? Eifersüchtig schnappt sich eine Knarre, dringt ins Haus ein, stößt die Tür auf. Sie sieht ihn, erkennt ihn, ruft seinen Namen. Peng. Was ist mit dem Nachbarn? Nichts Auffälliges. Ich war noch mal bei ihm und hab sein Fitness. Du warst wo? Wer hat dir das gesagt? Er? Sagt der Richter jetzt, wo es lang geht? Jedenfalls war ich bei ihm und hab mir seinen Fitness-Tracker geben lassen. Sein was? Sein Smart-Armband. Zur Aufzeichnung fitnessrelevanter Daten, wie zum Beispiel Laufstrecken oder Kalorienverbrauch. Die Leute kommen auf Ideen. Und was hilft uns jetzt der Kalorienverbrauch des Nachbarn? Na, das Ding zeichnet auch die Schlafqualität auf, wenn man es nicht abnimmt. Und? Sein Alibi ist wasserdicht. Unser Dauerjogger hat die ganze Nacht tief und fest geschlafen. Hat mein Bauch doch recht. Ich hätte dem Kerl sowieso nicht zugetraut, dass der sich auch eine Dienstwaffe von der Polizei besorgt. Eine Dienstwaffe? Ja. Ja, gut. Danke. Apropos Dienstwaffe, Herr Richter. Ist abholbereit. Jetzt lassen Sie sich doch nicht alles aus der Nase ziehen, Markopoulos. Die Tatwaffe muss laut Computer aus Deutschland an die Athener Polizei geliefert worden sein. Polizeiwaffe aus Deutschland? Ja, und eigentlich müsste sie in unserem zentralen Waffenlager liegen. Tut sie aber nicht. Dann sollten wir uns das genauer ansehen. Sehr richtig. Und eine Dienstwaffe, korrupte Beamte. Hä? Ja, ich denke mal laut. Sehen Sie, das ist das Problem bei Ihnen. Sie denken zu viel. Ja, wer hat denn mit dem Denken angefangen? Sokrates. Avenides. Aristoteles. Pythagoras. Heraklit. Ja, ich habe Sie verstanden. Geht's nicht? Die Typen da hinten in dem silbernen Wagen. Die verfolgen uns. Sie vielleicht. Vielleicht. Der Wagen stand schon vor Sophias Haus herum. Gut, dann wollen wir mal sehen, ob Sie recht haben mit Ihrer Vermutung. Vorsicht!
Die sind weg. Und die Typen haben sie nicht gesehen, oder wie? Nein, nur im Rückspiegel. Richter, Richter, was müssen Sie angestellt haben, dass so miese Typen Sie verfolgen? Sehr witzig, Herr Kopulus. Wissen Sie, was wir das Kennzeichen rausfinden? Stumme, da kommen wir nicht weiter. Und sagen Sie mal, glauben Sie allen Ernstes, dass diese Typen in dieses Navi ihre Heimatadresse einprogrammiert haben? Diese kleinen Geräte zeichnen Bewegungsmuster auf. Verstehen Sie? Big Data. Und was sagt Big Data? Ja, an einem bestimmten Ort hier in der Stadt war der Wagen überdurchschnittlich oft. Nämlich? Verlagshaus Peppers. Was heißt das? Kommissionswaffenlager, ja. Und wir beide werden mal Victoria Pappas besuchen. Victoria Pappas? Wer ist das? Hab ich das verpasst? Interessant. Angefangen hat sie als ganz kleine Lektorin im Verlag von großen Pappas. Irgendwann hat sie den reichen Mann dann geheiratet. Eines der Kinder ist an Polio gestorben, eher an gebrochenen Herzen. Und dann hat sie vor 4 Jahren nach seinem Tod den Verlag übernommen. Jetzt sitzt sie im Stadtrat und bewirbt sich um das Amt des Bürgermeisters. Hat sie Chancen? Dann hat man sie nicht ernst genommen. Weder im Verlag noch in der Politik. Aber das hat sich jetzt geändert. Die Zeiten sind hart und reif für einen Wandel, für Veränderungen. Und sie verkörpert diesen Wandel. Weg von der Machtpolitik hin zu einem sozialen Gewissen. Pappas hat einen großen Fehler. Seine Frau? Sind Sie ein Macho? Nein, darum geht's nicht. Sondern? Sie ist eine Deutsche. Und kaum ein Grieche hat Lust, sich von einer deutschen Mutti was sagen zu lassen. Wieso glauben die Griechen eigentlich immer, dass die Deutschen an ihrer Misere schuld sind? Sehen Sie das, liebe ich. Im Sonnenschein stehen und einen Schlaumeier mit Deutschen zu hören. Das ist wunderbar. Das ist doch erfrischend einfach. Bitte. Noch nicht die Quartalzahlen so schlecht. Das haben wir der Krise zu verdanken, mein Lieber. Nee, das liegt an was anderes. Nur gut, dass das Ihr Gatte nicht mehr erleben muss. Herzlich willkommen. Frau Pappas, es ist mir eine Ehre. Mein Name ist Petros Makropoulos von der Mordkommission Athen. Das ist mein Assistent, Max Richter. Freut mich sehr. Ist ja ganz schön was los hier. Ja. Einmal im Monat veranstalten wir so eine Art Charity-Day für die Kinder dieser Stadt, denen es nicht so gut geht. Sie bekommen dann kostenlose Schulbücher und die notwendigen Impfungen, denn ungeimpfte Kinder gefährden ja nicht nur sich selbst, sie gefährden auch alle anderen. Aber wo kein Geld ist, lässt sich eben auch keine medizinische Vorsorge treffen. So einfach ist das. Ja, vermutlich. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen nervös. Wer hat schon gern die Kriminalpolizei im Haus? Mordkommission. Kommt dann auch noch so kurz vor der Wahl. Wie kann ich Ihnen helfen? Fährt einer Ihrer Mitarbeiter so ein Fahrzeug? Ich gebe zu, ich bin nicht wirklich ein Autoexperte. Kommen Sie, ich habe leider nicht viel Zeit. Wurde denn jemand verletzt? Nein, die beiden Männer sind wohl auf. Allerdings fragen wir uns, wo sie jetzt genau sind. Dieser Wagen hat ihr Verlagsgelände häufiger angesteuert und die beiden Männer sind, so wie es aussieht, in einen Mord verwickelt. Ich lasse Ihnen gern eine Liste unserer Zulieferer, Kunden und Firmenwagen zukommen, wenn Ihnen das hilft. Das wäre sehr freundlich, danke. Da, wenn Sie schon dabei sind, dann könnten Sie auch eine Liste der Privatfahrzeuge Ihrer Mitarbeiter zusammenstellen. Ja, gern. Darf ich denn fragen, an welchem Fall genau Sie da gerade arbeiten? Es geht um den Tod einer jungen Frau, Sophia Papatanasio. Sophia ist tot? Sie kannten das Opfer? Nein, nicht wirklich. Aber ihren Freund, Vangelis Karadimas. Er hat ab und zu bei uns im Lager ausgeholfen, aber jetzt ist er schon seit ein paar Tagen verschwunden. Wie kommen Sie denn auf? Naja, er sollte vorgestern bei uns arbeiten, aber er kam nicht. Am Abend hat mich dann sein Vater angerufen und mir von seinem Verschwinden erzählt. Und da ruft er gleich die Geschäftsführerin an. Naja, Sie wissen vielleicht von Vangelis todkrankem Bruder, dem mit der Knochenmarkspende. Ja, Vangelis hatte mich um Unterstützung gebeten und es war für mich eine Selbstverständlichkeit, ihm zu helfen. Ja, und jetzt, wo das Geld für die Behandlung da ist, ist der Spender wie vom Erdboden verschluckt. Ja. Können Sie sich denn vorstellen,
warum er verschwunden ist? Nein. Sie meinen, weil er Sophia umgebracht haben könnte? Das kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl er manchmal schon etwas aufbrausend war. Aber das ist ja auch kein Wunder bei all dem, was er durchgemacht hat. Zuerst die Sache mit seinem Bruder und... Und dann? Nein, das geht mich ja auch nichts an. Also, Sophia wollte sich wohl von ihm trennen. Sie hatte einen anderen Mann kennengelernt und... Frau Poppersen, Sie investieren in Bildung. Wissen Sie, in unserem Land gibt es tausende Kinder, die nicht lesen und nicht schreiben können. Jedes Einzelne ist eines zu viel. Athen war einmal die Wiege der Demokratie, der Geburtsort der Philosophie. Und heute? Wissen Sie, ich habe ja diese Sachen gemocht, die Sie früher rausgebracht haben. Diese spannende Kostromane. Ja, die Ära ist vorbei. Schade. Also, ich habe das gemocht. Ja, ich habe ein bisschen Druck bei der KTU gemacht. Also, die Fingerabdrücke aus dem Wagen sind zwar nirgendwo registriert, aber sie stimmen überein mit dem Teilabdruck Nummer 43 und 76 aus der Wohnung von Sophia P. Ach, das ist ja spannend. Ja. Sagen Sie, konnten Sie etwas über Vagelis im Netz rausfinden? Sophia wollte sich angeblich von ihm wegen eines anderen Typen trennen. Ja, leider nichts. Ja, leider nichts Konkretes. Einige Zeugen wollen Vagelis gestern in der U-Bahn Richtung Piräus gesehen haben. Das ist doch etwas vage. Was ist so witzig? Nichts. Hier will einer wissen, wie man am besten einen Joint in ein Flugzeug schmuggelt. Wir sehen uns später. Das Mesideris. Die Typen, die uns verfolgt haben. Die sie verfolgt haben. Wie auch immer. Deren Fingerabdrücke waren in Sophias Wohnung. Es könnte doch sein, dass einer von denen ihr Liebhaber war. Und warum ruft Sideris dann sie an? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich integriert. Haben Sie schon gehört, der kleine Junge aus dem Fernsehen ist eingeliefert worden? Wir werden bei Gegen bald finden und dann wird alles gut. Ich warte hier. Halt durch, Nikos. Was machen Sie da, mein Rechner? Eine E-Mail schreiben. Sideris, hörte doch mal auf. Haben Sie was rausgefunden? Ich habe im zentralen Waffenlager ein wenig Inventur machen lassen. Das wurde die letzten Jahre über ziemlich vernachlässigt, wenn Sie mich fragen. Und? Die Mordwaffe im Fall Sophia P. ist bei weitem nicht die einzige, die sich nicht dort befindet, wo sie sich eigentlich befinden sollte. Was? Bei der letzten Lieferung gebrauchte Polizeiwaffen aus Deutschland ist ungefähr nur die Hälfte im zentralen Waffenlager angekommen. Nur die Hälfte ist angekommen? Ja, beim Quittieren muss jemand ziemlich geschlampt oder sehr tief geschlafen haben. Guck mal deine langen Arme! Sag lieber. Das ging ja schnell, dass du die Fronten gewechselt hast. Ich habe nicht die Fronten gewechselt. Ich arbeite für euch beide. Das nennt man Team. Schon vergessen. Und? Ist gerade? Sehr gut. Wie findest du es? Schön. Aber oldschool. Ja, oldschool. Du, hast du schon was über den Deutschen rausgefunden? 50 Stunden auf deinem Schreibtisch. Interne Ermittlungen machen uns beweisend fallen gelassen. Max Richter, interne Ermittler in mysteriösem Autounfall verwundet. Kollegin Nadja Becker noch am Unfallort verstorben. Das erklärt einiges. Die Sache mit dem Wagen und dem Navi könnte auch eine Finte sein. Ein paar politische Gegner wollen Frau Papas Image schädigen, indem sie die Presse glauben lassen, dass in ihrem Betrieb Mörder rumlaufen.
Sind Sie noch dabei? Was? Machen Sie noch mit, Herr Richter? Klar. Ich weiß auch, dass Weigelich der Schlüssel zu der Sache ist. Warum müssen wir den Jungen ja vor den anderen finden? Hier, sieht der Riss? Er ruft wieder mich an. Wie sich das gehört? Ja? Ich sollte doch die Liste von Victoria Pappas, ihren Kunden, Zulieferern und Mitarbeitern abgleichen. Ja, und? Fehlanzeige. Kein passender Wagen in Silber. Mist. Aber ich habe mir mal die Quartalszahlen des Verlagshauses angeschaut. Aha. Ja, so gut scheint die Bildungsreform nicht zu laufen. Seit Victoria Pappas den Laden übernommen hat, geht es bergab. Und Vangelis Karadimas? Wie vom Erdboden verschluckt. Sideri, ich habe da eine Idee. Ist etwas unorthodox, aber... Illegal? Ja, aber es ist unsere einzige Chance, Vangelis zu finden. Ich nehme es auf meine Kappe. Ja, gut, ich mach's. Sideri, ich danke dir. Dieses kleine... hat das eine tiefere Bedeutung? Es ist was Persönliches. Kalispera Papa. Hallo, ihr beiden, wir sind hier. Ich will noch jemand gute Nacht sagen. Du bist noch wach, Kalispera. Kalispera. Ja, ich werde dann auch mal gehen. Oh, Sie wollen schon gehen? Ja, ich muss noch arbeiten. Ja, Arbeit. Den ganzen Tag arbeiten. Wenn alle Menschen so drauf wären wie Sie, Makropoulos, dann gäbe es nur Chaos auf der Welt. Hey, Max! Chaos, das ist ein wunderschönes Wort. Wissen Sie, woher das kommt? Ich mag Chaos nicht. Verstehen Sie? Ich brauche die Ordnung. Das ist meine Aufgabe. Unser Kosmos, also die Ordnung, ist aus dem Chaos geboren, aus der Unordnung, aus der Leere. Deshalb merkt man es unserer Ordnung immer noch an. Melina, kommst du mit? Nein! Ja, wir zwei gehen jetzt. Abmarsch ins Bett. Ja, schlaf gut. So, mein Schatz. Zu Hause werden Sehnchen geputzt und kriegst du noch eine kleine Geschichte. Aber dann geht's abmarsch ins Bett, ja? Schon total spät. Kommen Sie später nochmal wieder? Nein. Kalli nicht da? Ja, wir sehen uns.
Nicht hier, nicht jetzt und sie schon gar nicht. Stopp mal, Max. Also, spinnst du, das ist meine Wohnung hier. Das ist, Komm, was ist das? Ich bist, wenn ich gehe. Das ist okay. Nein. Hat's geklappt? Wie ist es gelaufen? Mit ein wenig Glück kommen wir Vangelis Karadimas so auf die Spur. Bei Eleni hat auch alles geklappt? Ja, sie konnte den Sender überzeugen, ja. Und sonst so? Beschiss. Kann ich was für dich tun? Nein, danke. Doch. Geh sofort nach Hause. Bei deinen vielen Überstunden wird mir ganz schlecht. Bis morgen, ja? Bis morgen. Weißt du, ich habe nie akzeptiert, weshalb Nadja sterben musste. Die Typen, gegen die ich in Deutschland ermittelt habe, die Kollegen vom LKA, die sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass hunderte von Waffen, die für Griechenland bestimmt sind, in fremden Kanälen verschwinden. Es ist gar nicht hier, um Abstand zu gewinnen. Es geht gar nicht um Neuanfang. Die Typen haben in den letzten Jahren unzählige Flüge nach Athen gebucht. Verstehst du das? Nein.
Sophia Papatanasio wurde mit einer deutschen Dienstwaffe erschossen, die hier in Griechenland registriert, aber niemals angekommen ist. Okay, also du meinst, deine korrupten LKA-Beamten liefern illegale Waffen nach Athen, die dann hier von den Kollegen weiterverkauft werden? Ich weiß es nicht. Aber es könnte sein, dass sie knietief mit drinstecken. Stark vermehrt. Ich werde nicht sterben. Bestimmt nicht. Sideri, wir müssen reden. Lassen Sie uns bitte alleine. Eleni's Sendung fängt gleich an. Ach ja, wollen wir wieder Fernsehen gucken, ja? Zeit verschwenden. Ermitteln. Gut, es dauert nicht lang. Gut, dann kommt jetzt also die Standpauke vom Deutschlehrer. Wissen Sie was? Wenn hier einer recht hat, sauer zu sein, dann bin ich das. Sie haben Melina von meinen Fotos erzählt, hä? So, jetzt sag ich Ihnen mal was, Makropoulos. Mir persönlich ist es scheißegal, in wen oder was Sie Ihre schmutzigen Hände reinstecken. Aber Melina ist meine Schwester. Also passen Sie auf, was Sie machen. Haben wir es verstanden? Sehr gut. Und jetzt gucken Sie mal. Was meinen Sie? Welche von den Frauen würde mit mir etwas anfangen? Nach dem Tod von Elenis Mutter war ich das Mitleid meiner Kollegen leid. Ich war so satt, immer als der arme Witwer behandelt zu werden. Elenis Mutter war die einzige Frau in meinem Leben. Und was ihr Tod aus mir herausgerissen hat, das kann sich keiner von diesen Mitleidsländern vorstellen. Elina ist die erste Frau, die ich angucken kann, ohne an Maria zu denken. Und ich werde sie wiedersehen. Ganz egal, was sie sich einfallen lassen. Die Sendung fängt an. Magis, wenn du diese Aufzeichnungen siehst, dann bitte, bitte melde dich. Egal, was passiert ist, egal, weshalb du dich versteckst, ich bin mir sicher, wir können dir helfen und wir finden eine Lösung. Aber ruf deinen Bruder an. War das Ihre Idee? Mit dem Ruf mich an? Es war meine Idee, Nikos Telefon im Krankenhaus anzuzapfen, damit wir sofort wissen, wenn Vangelis anruft. Und wenn er lang genug telefoniert, wissen wir auch gleich, wo er steckt. Wie bitte? Sie haben ein Telefon in einer Klinik angezapft. Korrekt betrachtet war ich das. Auf meinen Befehl hin. Wir waren es alle drei. Ich nehme an, Sie haben dafür eine richterliche Verfügung, Makropoulos. Dafür hat die Zeit nicht gereicht. Dafür werden Sie sich verantworten müssen. Lassen Sie mal mit. In welchem Team Sie spielen? Ich spiele in keinem Team, Rizos. Ich mache meine Arbeit. Und ein Teil davon ist, einen Mordfall zu lösen. Wenn die Staatsanwaltschaft von diesen Methoden erfährt, fällt das auf mich zurück. Und ich werde kein Dienstvergehen dulden. Und diesmal ist er zu weit gegangen. Sagen Sie, haben Sie bei der Internen die Ermittlung gegen Makropoulos veranlasst? Oder kommt das von höherer Stelle? Nein, es kommt von mir. Haben Sie damit ein Problem, Herr Richter? Ich nicht. Vangelis Karadimas ruft gerade seinen Bruder an. Schnell. Wollen wir arbeiten? Leitung 2. Vangelis? Hey, Bruderherz.
ist ein richtiger Fernsehstar geworden. Ja, sowas ähnliches. Wo bist du denn, Vageli? Sag mal, stimmt das, was die erzählen? Dass es dir jetzt plötzlich so schlecht geht? Ja, leider. Aber es sah doch so aus, als hätten wir noch so viel Zeit. Ich dachte, das wäre eine Falle der Polizei wegen Sophia. Hast du sie denn umgebracht? Vageles? Vageles, warst du es? Nein, das wird sich alles klären, glaube ich. Das verstehe ich nicht. Aber wenn sich alles klären wird, warum kommst du nicht? Mann, ich lass dich doch nicht einfach so sterben. Ich komme, sobald ich kann, ja. Vertrau mir. Versprich es mir. Ja, versprochen, Kleiner. Ich werde bald kommen. Herr Isimperius, Hotel Sparta. Schaffen Sie ihn her. Was? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Der muss ins Krankenhaus. Erst bringen Sie ihn hierher. Der Junge ist dringend tatverdächtig. Das ist ein Befehl. Ich warne Sie. Danke wegen vorhin, die Sache mit Rizos. Sie hätten sicher dasselbe für mich getan. Sehr schlecht. Calimera. Ah!
Kollegen. Da wollte Rizos wohl ganz sicher gehen. Wir. Akropolis. Raten Sie mir, was ich in seinem Rucksack gefunden habe. Zwei Papiere und Registrierungsbelege. Was? Waffen aus Deutschland. Hier. Maschinenpistolen, Blendgranaten, CS-Gas. Red Alexa. Ich höre. Hier ist Miro. Ich sehe den Wagen. Er fährt auf der Akademiastraße in Richtung Harilaugen-Trikopi. Danke, Spiro. Der alten Glasfabrik. Lass dich hier alles zusteuern! Nach scheiß Fleischmützen! Jeden Tag die gleiche Scheiße! So warm.
die Papiere nicht mehr. Glaub nicht, ich hab sie nicht mehr. Das hat ja keinen Sinn so. Jetzt reicht's mir. Machen wir es halt anders. Langsam weg, lieber Hoffmann. Alles okay, Vangelis? Sorry, dass ich euch nicht getraut habe. Was habt ihr mit den Waffengeschäften aus Deutschland zu tun? Welcher Kerl bezahlt euch, hä? Kerl? Ihr habt ja keine Ahnung. Heißt der Kerl vielleicht eine Frau? Ja, Victoria Pappas, die will mich umbringen, Mann. Victoria Pappas? Was hast du gegen sie in der Hand? Ich war eingeschlafen. Im Bücherlager. Die Sache mit meinem Bruder, die hat mich total fertig gemacht. Und ich hatte seit Tagen nicht gepennt. Und dann habe ich sie gesehen. Victoria Pappas und diese Polizisten. Das ist ja hoffentlich gute Ware. Los. Und dann kommt die Moral. Echt? Ich fahr. Du denkst, Sie haben keinen Führerschein? Dann habe ich eben gelogen. Rizos, was kann ich für Sie tun? Richter, wo zum Teufel stecken Sie und Makropoulos? Ich habe klare Anweisungen gegeben. Ja, wir haben Sophias Mörder. Die sitzen in der alten Fabrik am Hafen und warten auf die Flut. Haben Sie Karadimas? Ja, den haben wir auch. Und jetzt bringen wir ihn dahin, wo er gebraucht wird. Richter? Malaka. Kommen Sie, worauf warten Sie? Richter? Rabotau! Papiere gekommen. Ich habe eine riesen Dummheit gemacht. Vernichte das Zeug. Ja. Ja, was hätte ich denn tun sollen? Ich habe gedacht, das wäre eine einmalige Chance. Meine Chance. Die Chance für meinen Bruder. Und sonst alles klar? Hallo? Was? Sicher? Ja, ich kümmere mich drum. Wenn keiner dich bemerkt hat, wie kommst du dann darauf, dass Victoria Pappas dich umbringen lassen wollte? Ich? Die Behandlung meines Bruders, die ist sehr teuer. Mann, ich musste doch irgendwie an Geld rankommen. Hallo? Frau Pappas? Vangelis,
Ich will 100.000 Euro. 100.000 Euro? Wofür denn? Für etwas, das Ihnen gehört und Sie bestimmt wieder haben wollen. Ist das nicht eine Nummer zu groß für dich? Frau Papas, ich mein's ernst. Sie sollten mir das Geld geben, wenn Sie nicht... Frau Papas? Hallo? Frau Papas? Und dann hat sie ihm ihre Privatpolizei auf den Hals gehetzt. Ich musste weg. Ich konnte nicht nach Hause. Die haben die Wohnung meines Vaters observiert. Ich hab mich dann bei Sophia versteckt. Wie kann das sein? Die Uhrzeit? Ich weiß nicht. Vageli. Da bist du ja. Nicht gewesen, würde sie noch leben. Ich weiß, was du meinst. Verdammt. Was ist? Verdammt nochmal! Der Rucksack mit dem Papier. Was ist damit? Haben Sie ein Taxi vergessen? Wer hat denn das Taxi weggeschickt? Wer hat denn nicht Halt gerufen? Auf uns wurde geschossen, oder nicht? Jedenfalls hat da jemand geschossen. Wenn ich doch einen Rucksack habe, dann passe ich darauf auf. Sie müssen immer das letzte Wort haben, Mann. Ich muss nicht das letzte Wort haben, aber wir beide müssen Beweismittel haben. Ich rufe jetzt die Leri an. Ja. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Ich soll ein Taxi suchen und dann schon wieder ins Krankenhaus? Sie wissen doch, ich hasse Krankenhäuser. Da gibt es diese multiresistenten Keime, die kriege ich nie wieder weg. Verriechst du mit Makropolis? Bitte? Die Flughafensicherheit hat gerade angerufen. Wir haben über 150 Kiffer festnehmen müssen, die versucht haben, Joints zu schmuggeln, weil sie angeblich Schmuggeltipps gepostet haben. Ist das wahr? Naja, das war ein wenig anders. Ich habe das als Scherz gemeint. Sie ticken wohl nicht mehr ganz richtig. Das war ein Scherz. Wissen Sie, was kein Scherz ist? Sie sind auf weiteres beurlaubt. Also packen Sie Ihre Sachen. Und wenn ich wieder zurück bin, sind Sie weg. Schlüsselkarte. Los, wir müssen uns beeilen. Ich glaube, du verrennst dich da in was. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das sind überhaupt nicht zwei verschiedene Sachen.
Wenn ich beweisen kann, dass die Waffen überhaupt nicht hierher hätten geliefert werden dürfen, dann... Eure Schiebereien in Athen und die angeblich beim LKA unterschlagenen Waffen. Da gibt's keinen Zusammenhang, das sind Hirngespinste. Das sind keine Hirngespinste, Jens. Korrupte LKA-Beamte haben die Waffengeschäfte genutzt, um ihre eigenen Taschen mit den Schleudergeldern voll zu machen. Hör auf, Max, hör auf! Mann, wenn man nur will, dann sieht man überall einen Zusammenhang. Auch da, wo keiner ist. Sag bloß, du schlägst da auch mit drin. Ich muss jetzt auflegen. Leb wohl, Max. Mann, die Typen haben Nadja auf dem Gewissen. Jens? Später, Kleiner. Mein Kumpel, jetzt hört sie doch mit dem Geklapper auf. Hier stimmt was nicht. Es war zu leicht, Vergil hierher zu bringen. Ich fand's ehrlich gesagt alles andere als leicht. Was würden wir tun, wenn wir an Papas Stelle wären? Was wäre Ihr Plan? Was hätten Sie vor? Was weiß ich, was der Plan wäre? Jetzt hören Sie doch auf, immer so paranoid zu sein, Makropoulos. Warum ist es in Sicherheit? Ach, das ist ja eine Überraschung. Hallo, ich bin gleich hierher geeilt, als ich die gute Nachricht erfahren habe. Ich möchte Vangelis Karadimas alles Glück und Gottes Segen wünschen. Erstaunlich, dass Sie hier auftauchen. Um nicht zu sagen, unverfroren. Sie stecken meinen Waffengeschäften zwischen dem Düsseldorfer LKA und den griechischen Behörden bis zum Hals mit drin. Also ich wüsste nicht. Irgendjemand hier in Griechenland, bei der Polizei und zwar ganz oben, sorgt dafür, dass die Waffen aus dem Arsenal verschwinden, damit Sie sie in aller Ruhe auf dem Schwarzmarkt verkaufen können. Trojanisches Pferd. Das ist der Plan. Sie eigentlich, wie abenteuerlich das klingt, was Sie hier von sich geben? Entschuldigung, bitte, wie komme ich zum OP? Ich? Scheinheiliges Engagement für Bildung. Das ist wirklich das Allerletzte! Schrich, das sind Sie wahnsinnig! Lass mich das. Ich fass es nicht. Waffenschmuggel, Mord, Erpressung. Sie haben doch keinerlei Beweise. Das sind doch alles leere Behauptungen. Frau Victoria Pappas, Sie haben Dr. Zulakis erpresst, damit Sie während der Knochenmarksentnahme... Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihre beiden Untergebenen sich nicht endgültig um Kopf und Kragen reden. Ohne mich, ohne meine Hilfe, wäre dieser Junge wahrscheinlich schon längst gestorben. Wissen Sie das eigentlich? Herr Richter, hier mit schönen Grüßen von der Red Alexa. Vergeles, sind Sie das? Was machen Sie hier? Mich anstecken mit irgendwas Neuem. Ich muss hier raus. Hier, das sind die Beweise. Wissen Sie eigentlich, was ich alles für meine Stadt getan habe? Für mein Land? Wissen Sie das? Tut mir leid. Sie sind hiermit verhaftet. Fassen Sie mich nicht.
Schulbüchern? Wo soll denn das Geld herkommen? Sagen Sie mir das. Meine Damen und Herren, kann man mit Bildung Geld verdienen oder sollte man doch besser in Waffen investieren? Ich möchte diese Frage gerne an Sie weitergeben. Eleni Jörgenidis aus Athen. Arbeit, Herr Richter, für den ersten Fall. Aber Victoria Pappas, das war nur der Anfang. Jetzt will ich Makropoulos. Machen Sie ihn sich zum Freund. Ich bin nicht hier, um mir Freunde zu machen. Ach ja, hätten Sie lieber ein paar Feinde. Ich werde es im Auge behalten. Wie bitte? Makropoulos. Werde ich wohl eine Dienstaufsichtsbeschwerde in die Wege leiten müssen. Das würde ich an Ihrer Stelle sein lassen. Das würden Sie bereuen. Wie meinen Sie das? So wie ich es sage. So wie ich es sage. Steht Ihnen sehr gut. Und was spielen wir? Keine Ahnung, ist doch egal. Übrigens, Makropoulos, Sie schulden mir da 50 Euro. Ja.